Fußballgott. Edeltechnikerin. So ein erster Touch. Torgefahr. Loyal. Technikerin. Zielstrebig. Flink. Technisch gut. Sehr ehrgeizig, leise. Aber dann haut sie einen Spruch raus. Das ist so witzig. Weil sie eben auch direkt ist, da weiß man auch, wo man bei ihr ist einfach auch. Also sie ist wirklich ein ganz toller Mensch und ich mag sie und die ist toll und die ist eine Killermaschine vom Tor. Gute liebe Eintrachtler vom Trainingsplatz im Deutsche Bank Park. Wir haben heute wieder sehr viel Spannendes vor und begleiten beim Adlerträgerdreh eine unserer Adlerträgerinnen und zwar unsere Nummer 7, Lara Praschnicker. Das Training beginnt hinter mir bereits. Das ist auch unsere erste Station heute. Wir haben ganz besondere Gäste zu Gast und zwar ihre Eltern und ihren Hund Bonnie und sprechen gleich mit ihnen. Bevor wir dazu aber kommen, blicken wir erstmal aufs Training. Frau Praschnicker, erstmal herzlich willkommen in Frankfurt. Sie sind heute mit dabei beim Training Ihrer Tochter. Welche Bedeutung hat das für Sie beide, heute dabei zu sein? No, für uns ist es immer interessant. Oder? Für mich ist es besonders. Ne? Ich komme immer in einen deutschen Fußball und für mich ist alles interessant, was ich hier gucke. Und das war Erinnerung auf eine alte Zeit, aber ist gut. Aber am Ende ist hier Lara, was ist für uns sehr wichtig. Und Sie sind hier zufrieden und das ist die wichtigste Sache. Sie sprechen die Vergangenheit gerade schon an. Sie waren 2 Jahre bei Energie Cottbus Trainer. Wird bei Lara, wenn sie jetzt Training hat, dann immer noch mal so ein kritisches Auge darauf geworfen, wie sie trainiert? No, Lara hat etwas besonderes Interesse für Fußball und das war auch für unser Leben ist etwas Besonderes. Und auch in Cottbus war Lara mehrmals dabei und sie guckt, was ist in diesem deutschen Fußball und sie nimmt diese Entwicklung und nimmt diese Schule. Wer war denn verantwortlich dafür, dass Lara den Fußball in die Wiege gelegt bekommen hat? Wir haben keinen Druck auf Lara gemacht. Sie macht das allein, sie hat das allein gemacht. Und dieses Interesse ist unglaublich, war unglaublich und schon in jungen Zeiten, sie war jeden Tag auf dem Platz, spielt mit Jungen und das war so wichtige Sache. Und Fußball war erste Sache im Leben von Lara. Später war Schule, Klavier und so weiter. Zuerst Fußball. What role does her older brother play during her football career? Well, Lara has an 11 years older brother and he also played football in different clubs in Slovenia. Now he's playing it in Austria and besides that he's also a trainer of one group. Sie haben 2 Jahre bei Energie Cottbus als Bundesliga-Trainer damals die Mannschaft trainiert und sind dann immer so ein bisschen zwischen Deutschland und Slowenien gependelt. Wie war das denn für Sie, ich meine Familie und Kind oder Kinder in dem Fall, zurück in Slowenien zu lassen und immer zu pendeln? Für mich war immer Interesse auf deutschen Fußball. Und am Ende, ich habe immer ein besonderes Gefühl auf deutschen Fußball und darum war auch diese Entscheidung nach Deutschland kommen. Und Lara hat auch mit uns viele Sachen erlebt und das war etwas Besonderes. Und am Ende, wir sind jede 2 Wochen hier. Wann war denn der Zeitpunkt, wo Sie wussten, meine Tochter hat besonders viel Talent im Fußball, aus ihr kann mal was werden? Ich muss sagen, schon am Anfang, das bedeutet bei 5, 6 Jahren, sie hat unglaubliches Interesse für Fußball und auch, sie haben auch ein unglaubliches Gefühl für das. Und ich muss sagen, wir haben bei Fernsehen geguckt, die Fußball und Lara, das war kein Märchen aus alten Zeiten und so weiter, aber sie guckt immer Fußball. Und bei uns im Schlafzimmer, wir müssen immer auf Fußball stecken oder machen auf Fußball. Und
Sie hat mir immer gesagt, warum er hat das nicht gemacht, warum er hat das nicht, diese Pass nicht hat gut gemacht. Und, so, und da, sie zeigt unglaubliches Interesse. Also das Training lief schon mal gut, Lara. Wir haben jetzt noch eine kleine Challenge gegen deinen Papa vorbereitet. Das geht ins Linienschießen. Ihr habt 3 Versuche. Wir werden hier starten und ihr habt dann ungefähr so 10, 15 Meter schussfreie Fahrt, würde ich mal fast sagen. Wir gucken mal, wer am Ende die Challenge gewinnt. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Let's go! Nicht so gut. Und jetzt ich. Oh. Autsch! Der erste Punkt geht ganz klar an deinen Papa. 2 Versuche haben wir noch. Okay, ich werde. Okay. Lara, du bist dran. Das ist mal. Direkt an die Linie. Wow. 2 Punkte. Boah, letzter Durchgang. Lara, du startest. Oh mein Gott, das war so schwach. Der war ein bisschen mit zu viel Euphorie geschossen. Lara, ich glaube, du musst deinem Papa ein Essen ausgeben. Wir gratulieren. Glückwunsch. Ja, das ist Routine. Routine. Ja. Und die viele Erfahrung. Ja, also Lara hat trotz Fußballschuhe die Challenge nicht für sich gewinnen können. Und kurze Hosen und Dress und alles, sie hat. Für uns geht es jetzt weiter zur nächsten Station. Wir probieren jetzt die angeblich besten Cevapcici in Frankfurt. Ihr seid ja aus Slowenien, sprich Balkan, würde ich sagen. Wir schauen mal, was ihr dazu sagt. Lasst uns gleich da mal hinfahren. Vamos. Früher hat es ein paar Tipps gegeben und dann sagt er immer, hat er mich gefragt, ob ich das vergessen habe, was er mir früher gesagt hat. Oder ist es zu klein? Nee, das ist zu klein. Ja, no. Wir sind jetzt vor dem Una Cevapcici in Bornheim. Hier gibt es angeblich die besten Cevape in Frankfurt. Ich glaube, Lara, du bist die Person, die das testen kann und sollte, du mit deinen slowenischen Wurzeln. Wir gehen mal rein und probieren mal und machen auch ein kleines Taste-Testing. Let's go! Ja. Ich esse lieber, als ich koche, weißt du? Also ich kann eins schon mal vorwegnehmen, es war richtig lecker. Lara, von dir möchte ich jetzt noch eine kurze Bewertung zum Essen haben bei unserem Taste-Test. Was würdest du dem Essen von 1 bis 10 geben? Das war schon eine gute 9, würde ich sagen. Was hat nicht für die 10 gereicht? Vielleicht, weil ich nicht so viel Hunger hatte, keine Ahnung. Aber es war richtig lecker. Okay, gut. Also wir gehen hier mit einer 9 von 10 raus. Können es nur wärmstens empfehlen. Für uns geht es jetzt zu einer weiteren Station, weil ich habe gehört, du kannst Klavier spielen. Da haben wir uns mal was ganz Besonderes überlegt. Und das ist jetzt unsere nächste und auch die letzte Station für heute. Lara, das Café wurde ausgewählt, natürlich aufgrund des guten Cafés, aber auch, weil hier ein Flügel steht. Du hast viele Jahre Klavier gespielt. Ich würde gerne mal hören, wie gut deine Klavierkenntnisse noch sind. Wenn du möchtest, dann darfst du gerne einmal ans Klavier bzw. an den Flügel gehen und deine Künste zeigen. Ja klar, dann mache ich das mal. Gerne. Thank you.
der hatte ich nicht mehr so drin. Aber okay. Wie lange hast du nicht mehr gespielt? Ich habe zwar einen Synthesizer zu Hause, aber da spiele ich jetzt nicht so oft. Ich spiele immer mehr, wenn ich zu Hause bin, weil wir so ein Klavier haben. Es hört sich immer besser an als elektronisch. Und wann hast du angefangen? Erste Klasse, glaube ich. Erste Klasse, erste bis sechste Klasse in der Schule hab ich das. Wahnsinn, also schon ein bisschen gespielt. Was her. Ja. Wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen auf deine Herkunft zu sprechen kommen, du kommst aus Slowenien, bist dort geboren und aufgewachsen und mit ungefähr 17, ne, bist du dann nach Potsdam gewechselt. Nimm uns mal ein bisschen mit hinter die Kulissen, wie das für dich war damals, dann mit 17 Jahren nach Deutschland zu kommen. Ja, es war echt nicht so einfach, muss ich sagen. Erstmal so weit weg von zu Hause zu sein, länger meine Eltern, meine Freunde nicht zu sehen. Aber trotzdem, alles, wofür ich gearbeitet habe, das war mein Wunsch, mein Traum irgendwie, einmal nach Deutschland zu kommen, in die Bundesliga zu schaffen. Und ich habe es so früh geschafft, deswegen war für mich klar, dass irgendwann dann ich dann mich reingewohnen werde und war dann immer besser. Mhm. Hast du noch Kontakt zu irgendwelchen Mitspielerinnen, die du damals in Potsdam auch hattest und zu wem? Ja klar. Der Plan war, dass wenn ich nach Potsdam ziehe, dass ich mit jemandem wohne, damit ich die Sprache schneller lerne, damit ich die Freunde kennenlerne, die Team ein bisschen mich so akzeptiert. Und da habe ich mit einer Schweizerin gewohnt, Esus Aigbogun. Mit ihr habe ich immer noch Kontakte, nicht so oft, aber immer wenn wir uns sehen, wenn wir uns hören, erinnern wir uns auf diese Zeit. Und die hat mir echt viel geholfen damals in den Jahren. Du hast jetzt eine immense Entwicklung durchgemacht, vor allem in den letzten 2 Jahren, die du jetzt beispielsweise auch hier bei der Eintracht bist. Wie nimmst du deine Entwicklung hier aber selber wahr? Ach ja, ich kann mich noch erinnern, wie es damals war. Damals war ich eine Kleine, ich war ja noch jung und mit mir haben nur den großen Stars gespielt, zum Beispiel Svenja Huth, Tabea Kemme, Lia Velti, die waren alle meine Mitspielerinnen eigentlich. Von denen habe ich so viel gelernt. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich schon so jung nach Deutschland kommen konnte und so viel lernen. Und ich muss sagen, ich habe echt viel mitgenommen in dieser Zeit. Und jetzt stelle ich mich langsam schon in diese Rolle, was die damals hatten. Und ich glaube, dass ich jetzt so weit bin. Mhm. Absolut. Du bist unter den Top 5 Scorerinnen bzw. unter den Top 5 der Torschützenliste in der Frauen-Bundesliga. Ist eine Leistung, auf die man auf jeden Fall stolz sein kann. Wie nimmst du das selber wahr und wie stolz bist du auch auf dich selbst? Ja, wenn ich hier zurückdenke, dass es echt nicht immer einfach war, bin ich schon sehr stolz. Manchmal vergesse ich das, wie gut ich eigentlich bin in der ganzen Situation, aber die Statistik lügt nicht, deswegen bin ich froh, dass ich diesen Weg gehe und ich halt sagen möchte, dass ich noch nicht fertig bin. In der UEFA Women's Champions League habt ihr letztes Jahr schon mal kurz zumindest so diese Champions League-Luft schnuppern dürfen. Du hast auch das erste und einzige Champions League-Tor der Eintracht-Vereinsgeschichte für die Frauen geschossen. Da bist du sicherlich auch ziemlich stolz auf dich, oder? Da bist du, glaube ich, falsch, weil ich die 2 Tore geschossen habe. 2, sorry. Aber gut. 2 Tore, aber die einzige Torschützin. Genau, für die Eintracht. War mega Erlebnis, das erste Mal in der Champions League zu spielen, noch gar nicht so die richtige Gruppenphase, aber halt die Quali. Jetzt haben wir das gespürt, haben wir jetzt gesehen, wie das aussieht und auf jeden Fall möchten wir diesen Jahr weiter das oder nochmal das probieren und uns besser da präsentieren. Was sagt dir dein Gefühl? Wird es klappen? Ja, ich bin fest davon überzeugt. Ich habe Vertrauen in meine Mannschaft und ich weiß, dass wir es schaffen werden und uns besser präsentieren wie letztes Jahr. Wenn du jetzt über die Mannschaft zu sprechen kommst, du hast 2, würde ich jetzt mal behaupten, als Außenstehende, mit denen du dich sehr gut verstehst. Zum einen mit Letizia Santos in der Mannschaft und auch mit Sarah Dorsun. Was bedeuten die beiden für dich? Ja, sehr viel. Es ist immer cool, jemanden so in der Mannschaft zu haben, mit dem man dich versteht, mit dem man reden kann, auch über andere Probleme, nicht nur Fußball. Deswegen, ja, es ist
enorm wichtig, solche Personen zu haben. Und ich bin sehr dankbar, dass ich die beide da habe. Letizia ist verletzt und jetzt lange nicht dabei gewesen oder nach wie vor lange nicht dabei, fällt, glaube ich, den Rest des Jahres oder der Saison noch aus. Du stehst ihr halt sehr, sehr nah. Wie war das für dich, als du erfahren hast, dass sie sich verletzt hat? Ja, es war echt nicht einfach. Vor allem, weil sie zweimal so durch seine Phase gehen musste. Und ich weiß, ich war sehr schockiert, als sie mir das erzählt hat. Sie hat zuerst mir das erzählt und dann die Mannschaft. Und deswegen war es ein bisschen, ja, waren nicht so schöne Gefühle, muss ich sagen. Und ich bin aber sehr positiv orientiert, was die Sache angeht, weil ich weiß, ich kenne sie und ich weiß, dass sie eine Kämpferin ist und dass sie es nochmal schaffen wird, zurückzukommen. Kommen wir mal zu den positiven Aspekten, sage ich mal. Unsere Männermannschaft hat letztes Jahr den Europapokal geholt und ihr wart mit in, auf den ja, Reisen, sage ich mal, die unsere Männer dann auch hatten. Du warst unter anderem auch mit der Frauenmannschaft in Barcelona und bist ja ein riesen Barcelona-Fan. Jetzt würde mich mal interessieren, woher kommt diese Liebe, sage ich mal, zu diesem Verein FC Barcelona? Das kann ich gar nicht sagen. Lustigerweise ist, dass mein Papa total gegen ist. Der ist Real Madrid-Fan. Und immer wenn El Clasicos waren, haben wir immer so ein bisschen uns gebettet. Ja, gebettet, genau. Aber ja, keine Ahnung, ich habe schon immer Ronaldinho, Messi toll gefunden, die immer ein bisschen geschaut beim Spielen. Und der Verein hat mich total auch, keine Ahnung, genau, begeistert. Mhm. Wie war es für dich im Camp Nou zu stehen und dann auch die Eintracht anzufeuern? Es war cool. Ich war eigentlich schon einmal vorher im Camp Nou, aber nur beim so Stadion-Sightseeing, sowas. Aber beim Spiel war es schon mega. Ich muss aber sagen, ich war nicht für Barcelona. Gut, da sind wir, glaube ich, alle beruhigt, das zu hören. wenn man jetzt so ein bisschen auf deine sportlichen Ziele hinausblickt, wäre es auch ein Ziel von dir, mal im Camp Nou zu spielen? Ja, auf jeden Fall. Ich liebe es schon, in unserer Deutsche Bank Park zu spielen. Und ich weiß, dass Camp Nou noch ein bisschen größer ist. Deswegen wäre das schon richtig toll. Wie groß ist dann aber auch die Vorfreude, weil du den Deutsche Bank Park gerade angesprochen hast, auf das Highlight-Spiel gegen Wolfsburg am 14. Mai? Ja, wir haben dieses Jahr oder diese Saison schon einmal dort gespielt und das Erlebnis war richtig toll. Deswegen freuen wir uns alle riesig über dieses Spiel und wir hoffen, dass wir noch mehr Zuschauer reinkriegen als beim ersten Spiel. Und mal gucken, hoffentlich klappt es ja. Wie sieht's aus mit deinem Bruder? Er hat dich ja auch, ich sag mal, geprägt, auch in deiner Kindheit wahrscheinlich. Er ist 11 Jahre älter als du. Wie ist euer Verhältnis zueinander? In der letzten Zeit richtig gut. Dazwischen, glaube ich, als ich noch jünger war, war der Unterschied in Jahren ein bisschen zu groß vielleicht. Da war er schon ein bisschen erwachsener, als ich jung war und so und so. Aber jetzt im Moment verstehen wir uns richtig gut, sind fast jeden Tag in Kontakt. Ich habe jetzt auch einen kleinen Neffen, deswegen ja, wir FaceTimen sehr viel und es ist immer schön, wenn ich zu Hause bin. Dein Bruder hat auch Fußball gespielt und ist jetzt zum Teil auch Trainer einer U-Mannschaft in Österreich. War er vielleicht auch jemand, zu dem du immer aufgeschaut hast? Du hast ja ein bisschen falsch gesagt. Der spielt noch Fußball in Österreich. Er spielt auch noch. Der ist aber Trainer in Slowenien in unserem Heimverein. Ja, ich habe immer auch seine Spiele verfolgt. Wir waren oft als er noch in Slowenien gespielt hat, in der ersten Profiliga, waren wir oft in den Stadion. Und der ist ja auch Stürmer, deswegen konnte ich von ihm auch viel lernen. Im Moment ist aber vielleicht ein bisschen umgekehrt, der schaut meine Spiele zu und ja, wir supporten uns schon sehr. Zuletzt haben wir noch eine allerletzte Rubrik, die ich gerne mit dir machen würde, und zwar unser Fragengeballer. Da hast du eine Minute Zeit, die Fragen, die ich dir stelle, zu beantworten. Also Lara, du hast 60 Sekunden Zeit, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Mal schauen, wie viele das werden. Also, dein bisher schönster Moment bei Eintracht Frankfurt? Champions League. Was wärst du geworden, wenn du nicht Fußballerin geworden wärst? Sportlerin.
deine bisher schwierigste Gegenspielerin? Marina Hegering. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Colleen Hoover, irgendwas. Okay. Was vermisst du am meisten an Slowenien? Freunde und Familie. Was wolltest du schon immer mal machen, hast es aber noch nie getan? Sprung aus dem Flugzeug. Wer ist die berühmteste Person in deinen Telefonkontakten? Vielleicht mein Papa. Nenne drei Dinge, die du besonders an Frankfurt magst. Main, Skyline und Bergerstraße. Du darfst drei Sachen mit auf eine einsame Insel nehmen. Welche sind das? Ball, Buch, Handy. Stopp. So, das war's. Ein Tag haben wir verbracht mit Lara Praschnika. Danke für die Einblicke. Wir hoffen natürlich, es hat euch allen gefallen. Wir hoffen auch, dass du Spaß hattest. Und wir hoffen auch, dass ihr alle am 14.05. zum Highlightspiel unserer Eintracht Frankfurt Frauen in den Deutsche Bank Park kommt oder mal beim Spiel im Stadion am Brentanobad vorbeischaut. Lara, ja, ciao. Danke dir nochmal. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.